Dieser Minamoto no Yoshitsune. Es wird gesagt, dass er an der Ju... Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war... Anime-Banger. Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime-Banger. Und heute gibt es für euch eine ganz kleine Theorie zu Momonosuke, Kagara und Ryuma. Ihr denkt euch erstmal, what the fuck, wie kann das sein? Diese drei Charaktere, was haben die miteinander zu tun? Und zwar gehen wir darauf ein, könnte Momonosuke der Vorfahre von Ryuma sein, beziehungsweise könnte er eine Verbindung zu ihm haben? Und könnte es sein, dass Kagara und Ryuma Freunde waren? Das stellen wir uns heute in diese Theorie. Ihr werdet noch verstehen, auf was ich genau hinaus will. Es hört sich erstmal alles verwirrend an, aber es gibt einige Argumente dafür und sogar Hinweise bei einem echten Film. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach erstmal an. Das Design auf Momonosukes Kimono könnte eine Anspielung auf dem Momo, also Pfirsich, in seinem Namen sein. Weil Momo heißt ja auf Japanisch Pfirsich. Seine Färbung als Drache mag auch eine Anspielung auf seinen Namen sein, da das japanische Wort für Rosa, also Momo Iro, Pfirsichfarbe bedeutet. Als Jora ihre Kräfte auf ihn anwendet, bekommt sein Kopf die Form eines Pfirsich. Weiteres Indies, also Pfirsich mit seinem Namen ist eine Verbindung. Jetzt kommen wir aber zu Maru Noland. Denn seine Frisur ähnelt ja sehr, sehr einem Pfirsich, könnte vielleicht nur ein designstechnischer Grund sein, könnte aber auch eine Verbindung dazu sein. Aber nicht die Verbindung damit, dass jetzt Momonosuke irgendwie mit Nolan verwandt ist oder sowas, sondern darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Momonosukes Name und Kinemon stammen vom japanischen Schauspieler Nakamura Kinosuke. Oda ist ein Fan von Kinosuke. Neben seiner Kabuki-Aktivität hatte Kinosuke eine umfangreiche Filmkarriere. Kinosuke, ein Spezialist für Jidaigeki, trat in mehr als 140 Filmen auf. Dazu gehörte ein 1957 Mito Komon und 1961 Auftritt als Titelfigur in der Toei-Serie Miyamoto Musashi. Und Miyamoto Musashi ist verdammt wichtig für diese Theorie. Miyamoto Musashi, auch bekannt als Shinmen Takeso oder von seinem buddhistischen Namen Niten Doraku, war ein japanischer Fechter, Philosoph, Stratege, Schriftsteller und Ronin. Also Ronin sind so eine Art Krieger, kann man sagen. Bekannt wurde Musashi, wie er oft genannt wurde, durch Geschichten über seine einzigartigen Doppelschwertkunst und seine unbesiegte Bilanz in seinen 61 Duellen. Damit könnte Momo oder Ryuma gemeint sein. Das hört sich erstmal alles komisch an. Es muss auch kein Zweischwerter-Stil sein oder ändert manche Sachen immer. Er nimmt sich nur Bruchstücke von einer Story oder einem Film, je nachdem. Vor allem, es war auch einer der ersten Filme von diesem Miyamoto Musashi, der ja auch der Schauspieler heißt ja eigentlich Kinosuke, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich denke da eher an den Einschwertstil. Und wen haben wir da bis jetzt? Eigentlich Ryuma ist damit wirklich höchstwahrscheinlich gemeint, könnte aber auch Momo in der Zukunft gemeint sein. Ich gehe aber jetzt erstmal von Ryuma aus. Das heißt, aber da wir jetzt hier zwei Personen betrachten, weil der Schauspieler und die Titelrolle sind ja etwas anderes, deswegen ist wahrscheinlich damit Ryuma gemeint, denn Kinosuke ist ja Kinemon und Momonosuke wahrscheinlich damit gemeint. Und Miyamoto Musashi könnte mit Ryuma gemeint sein. Also Zock muss nicht sein, aber es macht ziemlich viel Sinn für diese Theorie. Wir gehen einfach mal davon aus. Und hier wird ja auch davon gesprochen, dass er eine unbesiegte Bilanz hat. Und wir wissen ja seit den neuesten Kapiteln, dass Ryuma ein unbesiegbarer Schwertkämpfer war, beziehungsweise sogar der Schwertgott von Wano war. Deswegen war er auch unbesiegbar. Hier wird auch davon gesprochen. Kommen wir zu Miyamoto Musashis Ausbildung in der Schwertkunst. Man nahm an, dass der Name Musashi von dem Namen eines Kriegermönchs namens Musashibo Benkei stammt, der unter Minamoto no Yoshitsune diente, was jedoch nicht bestätigt ist. Es wird gesagt, dass er an der Yoshioka Ryu Schule studiert haben könnte, von der gesagt wurde, dass sie auch von Musashi in seinen späteren Jahren allein besiegt wurde, obwohl dies sehr unsicher ist. Er wurde entweder von seinem Vater bis zu seinem 7. Lebensjahr oder von seinem Onkel im Alter von 7 Jahren ausgebildet. Ist es erstmal nicht so wichtig, wie ihr denkt, aber Benkei ist ein sehr wichtiger Charakter, denn Gyukimaru in One Piece ist sehr, sehr stark an Benkei angelehnt. Dies ist eigentlich ziemlich logisch und ich erkläre euch auch warum. Saito Musashibo Benkei, im Volk genannt Benkei, war ein japanischer Kriegermönch, der in den letzten Jahren der Heian-Zeit lebte. Benkei führte ein abwechslungsreiches Leben. Zuerst wurde er Mönch, dann ein Bergasket und dann wiederum ein Schurkenkrieger. Später kam er, um den berühmten Krieger Minamoto no Yoshitsune zu respektieren und ihm zu dienen. Er wird allgemein als ein Mann von großer Stärke und Loyalität dargestellt und ist ein beliebtes Thema der japanischen Folklore, das in vielen alten und modernen Literatur und Produktionen gezeigt wird. Benkei soll jede Nacht in Kyoto herumgegangen sein, um auf einer persönlichen Suche 1000 Schwerter von Samurai-Kriegern zu nehmen, die er für arrogant und unwürdig hielt. Nachdem er 999 Schwerter in Duellen gesammelt und nach
seinen letzten Preis gesucht hatte, traf einen jungen Mann, der am Goyotenjin-Schrein in Kyoto Flöte spielte. Also es macht eigentlich ziemlich viel Sinn, dass dieser Benkei Gyukimaru ist, dann auch auf der Brücke war Gyukimaru mit Zoro, die haben gegeneinander gekämpft. Es kam aber noch zu keinem Kampf, beziehungsweise es wurde noch nicht entschieden, wer davon gewonnen hat. Was hat er jetzt denn mit Ryuma und so zu tun? Naja, dieser Musashi könnte bei diesem Benkei trainiert haben im Kindesalter. Hier steht zwar davon, dass es von deinem Vater oder Onkel, aber ich glaube, dass Oda es so gedreht hat, dass dieser Mönch ihn die ersten 7 Jahre so trainiert hat, weil hier wird auch sehr, sehr darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Benkei ja krass stark sein muss, weil er hat ja 999 Duelle gewonnen und ein 1000. Schwert hat er dann gegen jemanden verloren. Was aber jetzt wirklich hier am entscheidendsten ist, dass der Gikimaru einem Yoshitsune gedient hat. Dieser Yoshitsune ist natürlich nicht Ryuma, aber das wissen wir ja. Das ist dieser Musashi in dem Fall. Dieser Yoshitsune könnte einfach irgendein Shogun damals gewesen sein oder irgendein Daimyo, das wissen wir natürlich nicht. Und ich könnte mir in der Zukunft jetzt vorstellen, jetzt hört ihr genau zu, dass Momonosuke von ihm noch trainiert wird wie damals Ryuma. Weil ich gehe davon aus, oder es muss jetzt Zoro sein oder Momonosuke, aber ich gehe eher von Momonosuke aus, weil Zoro muss ja nicht mehr wirklich viel lernen. Yukimaru wird ihm einfach noch ein paar Infos geben, das war's. Aber Momonosuke wird bei Yukimaru noch trainieren, weil der Yukimaru ist der Vorfahre wahrscheinlich von einem damaligen, diesen Mönch, der mit Ryuma auch damals trainiert hat. Das kann ich mir verdammt gut vorstellen. Und Ryuma und Momonosuke haben beide den Einschwerter-Stil. Das macht auch schon viel Sinn. Ist auch noch ein Argument dafür. Also ich finde, das Ding klingt verdammt logisch und finde es schon ziemlich interessant. Also Momonosuke könnte in Zukunft von One Piece der neue Schwertgott auf Wano werden. Das heißt aber nicht, dass er der Stärkste der Welt wird, denn das wird ja Zoro sein. Und es wird natürlich auch dauern, weil er ist jetzt bis jetzt aktuell 8 Jahre alt, das heißt, es kann auch gar nicht funktionieren. Jetzt im Kindesalter wird er von Yukimaru noch trainiert, weil vielleicht wird es keinen anderen mehr geben, der wirklich Momonosuke trainieren kann. Weil Kinemon ist zwar stark, aber ich denke, dass dieser Yukimaru schon einiges mehr drauf hat und viel mehr Informationen hat. Sowieso wird Benkei sehr interessant, beziehungsweise Yukimaru, denn er wird Zoro einige Infos von Ryuma geben. Wiederum wird es aber auch Momonosuke dafür Infos bekommen. So, wisst ihr, so Infos, die nur er hat, weil er einfach dieser Vorfahre von diesem einen Mönch ist oder die Reinkarnation, ist jetzt dabei eigentlich scheißegal. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, und zwar was Jaya bzw. Kagara mit Ryuma zu tun hat. Weil das ist ja für euch absolut wahrscheinlich unverständlich, wie ich diese zwei Charaktere überhaupt miteinander verbinden kann. Bis jetzt hat es doch niemand gemacht. Es gibt schon ein paar Argumente, die dafür sprechen. Ich werde sie euch jetzt einfach mal raushauen. Und es sind wirklich verrückte Sachen, aber die wirklich absolut genial sind. Und diese Theorie habe ich nirgends bis jetzt gelesen. Der erste Teil war noch ein Scheiß dagegen, weil jetzt wird es eigentlich erst sehr, sehr interessant. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass Ryuma Musashi ist, dann müsst ihr euch vorstellen, dass Musashi ziemlich viel reiste. Dazu komme ich auch gleich. Eventuell hat aber auch Ryuma einen Reisender, der viel gereist ist, weil 1599 verließ Musashi sein Dorf, offenbar im Alter von 15 Jahren. Denn im ersten Duell war Musashi 15. Er verbrachte seine Zeit damit, zu reisen und an Duellen teilzunehmen. Ich glaube, dass Ryuma ein ziemlich Reisender war und es macht für mich verdammt viel Sinn, denn hier steht ja auch, dieser Musashi hat auch an sehr vielen Duellen teilgenommen und so könnte Ryuma zum Beispiel mit 15 auch, muss nicht 15, aber wahrscheinlich so auch, 5 bis 10 Jahre auf Reisen gewesen sein, um Erfahrung vom Kämpfen zu sammeln. Und jetzt kommen wir dazu, wie schafft es ein Ryuma nach Jaya zu kommen? Weil wir wissen ja, Jaya ist auf der Grand Line und Wano Kuni auf der neuen Welt. Trotzdem ist es für mich nicht ausgeschlossen, meiner Meinung nach, denn das wäre trotzdem logisch, wenn da es einfach Parallelen gibt. Selbst wenn Ryuma nicht auf Jaya war, andere Parallelen zwischen Wano Kuni und Jaya, die Sinn machen. Und zwar in der neuen Mibiri Card haben wir eine Info bekommen, dass Vipers Seestein aus Wano Kuni kommt. Wie kommt er aber dahin? Dazu komme ich jetzt. Und zwar war ja Viper Vorfahre, der Vorfahre von Kagara, das wissen wir ja auch. Und früher war ja Wano Kuni das Land des Goldes, was wir von Gikimaru wissen. Und die Frage ist natürlich, wo ist das ganze Gold von Wano Kuni? Da gibt es eine Theorie dazu, dass das ganze Gold dann auf Jaya verfrachtet wurde. Jetzt fragt ihr euch aber sicherlich, warum macht man das überhaupt? Naja, es wurde gesagt, dass Ryuma ja viele Piraten abwehren musste, weil das Land wurde von sehr vielen Leuten attackiert. Und das Ding ist halt, es war ja auch alles wegen dem Gold. Vielleicht eventuell sind dadurch viele gestorben und Ryuma dachte sich, oder vielleicht auch der Shogun dachte sich, oder Ryuma hat ihm das gesagt, dass er eine Insel kennt auf der Grand Line. Ich weiß, das ist verdammt alles weit weg, aber die könnten das ganze Gold dahin verfrachten. Jetzt sagt ihr euch aber sicherlich, what the fuck, die werden doch nicht das ganze Gold von Wano Kuni bis dahin verfrachten,
Aber ich sage doch, die Frage ist natürlich, wieso macht man das dann unbedingt auf Jaya? Bei diesem Gold, was sich von Wano handelt, war ja auch ein Poneglyph. Und ich glaube nicht, dass das Poneglyph von Jaya kommt oder von dort, von denen gemacht wurde. Das wissen wir. Es wurde ja irgendwann verteilt und es steht wahrscheinlich schon verdammt lange dort. Ich könnte mir vorstellen, dass Ryuma derjenige war, der das denen geschenkt hat. Aber natürlich war Ryuma nicht der Shogun oder sowas, aber Ryuma war ja der krasseste Motherfucker dort. Und natürlich hatte er gute Connections und hat er wahrscheinlich mit dem Shogun geredet. Das ist ein richtig krasser Freund, wo man vertrauen kann. Wo die Insel sei auch sehr, sehr abgelegen, da kommt keiner mehr hin, weil da halt die ganze Tigerrassen am Start sind. Die Insel war ja auch ziemlich unbekannt wahrscheinlich, also damals diese Jaya-Insel. Ich meine, Noland ist auch wirklich ganz zufällig da drauf gekommen, dieser Insel. Und in diesen 5 Jahren könnten sie Freunde gewesen sein, weil Ryuma war immer ab und zu dort natürlich, aber irgendwann hatte Ryuma halt ganz andere Sorgen quasi, dass er sich, irgendwann musste er sein Land doch noch weiter verteidigen, weil die Piraten dachten immer noch, dass das Gold dort wäre. Irgendwas könnte auch davon gewesen sein, warum Kagara das bekommen hat, dass er vielleicht Ryuma vielleicht sogar irgendwas geholfen hat, das kann ja auch alles sein, oder ihm auch etwas geschenkt hat oder was sie hat, könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde, es klingt verdammt logisch, dass das Poneglyph sogar seit 400 Jahren dort auf Jaya war. Jetzt kommen wir noch zu einem Argument, warum das Gold auch noch von Wano kommt. Und zwar Wano Kuni ist ein Land, wo sehr viel abgebaut wird. Sehen wir ja bei den Fabriken hier von Kaido, sehr viele Metalle, Erze, Gesteine. Und damals war wahrscheinlich Gold im Überfluss dort am Start, haben auch Gold dann abgebaut damals, ist ja logisch. Und Wano Kuni war verdammt reich, hat aber dadurch wirklich viele Leute verloren, da sie halt die ganzen Piraten gekommen sind etc. Und sie sich dachten, okay, dann bekommen die das als Geschenk oder beziehungsweise, dass sie die Hälfte gemacht haben oder irgendwie sowas. Oder sie es erstmal dort gelassen haben, spricht auch noch dafür, dass es von Wano kommt, weil Wano dafür halt bekannt ist, solche Gold, Erze und Metalle und so weiter zu haben, Gesteine. Das hat aber die Insel Jaya ja null gehabt. Die hat nur den Wald und das war's ja auch. Seestein ist ja dort nicht wirklich bekannt gewesen auf Jaya. Ein Ryuma könnte eventuell so ein kleines Geschenk mitgebracht haben und das Kagara damals gegeben. Es könnte vielleicht sogar ein Erbstück von Kagara gewesen sein, das jetzt Viper einfach bekommen hat, weil Viper war auch der einzigste, der überhaupt einen Seestein hatte. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es von Kagara kommt. Er ist auch der Vorfahrer etc. Jetzt kommen wir dazu, wie konnte Kagara und Ryuma Freunde werden? Das passt doch vom Zeittechnischen ja gar nicht. Es wurde davon gesprochen, dass Ryuma vor Jahrhunderten gelebt hat. Aber Kagara lebte ja im Jahre 1100, ist er ungefähr circa geboren. Und 1122 hat Nolan sich mit Kagara getroffen und waren auch Freunde. Es muss quasi davor gewesen sein. Und es ist circa 400 Jahre her. Das heißt, da müsste laut dieser Theorie Ryuma vor circa 400 Jahren gelebt haben. Beziehungsweise auch geboren sein in dem Dreh rum. Also auch so um 1100, so wie Noland. Circa, also muss natürlich nicht genauso sein, aber ungefähr. Dann müsste quasi Ryuma vor Noland dort gewesen sein. Kann auch währenddessen sein, aber das macht eher unlogisch, weil danach wurde ja Jaya zur Himmelsinsel katapultiert. Deswegen glaube ich auch, dass es vor Noland war. Also zwischen 1115 und 1120. Dann wären das circa 5 Jahre Zeitraum und Ryuma war ca. 5 bis 10 Jahre auf Reisen. Also natürlich kann man jetzt nicht genau sagen, wie viele Jahre das so und so sind, aber das klingt für mich schon logisch. Jetzt ist die Frage natürlich, wie sind sie Freunde geworden? Und zwar kann ich mir folgendes Szenario vorstellen, dass Ryuma ja war ja ein jemand, der immer viele Duelle hat. Und er hat eine Insel halt gesehen, die wirklich so eine reine Kriegerrasse war. Und das macht einfach ziemlich viel Sinn, dass er sich damit jemand gemessen hat. Und Kagara war damals einfach der Stärkste von dieser Rasse und dann hat er einen Kampf mit Ryuma. Wer gewonnen hat, kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ich gehe eher davon von Ryuma aus. Und dann hat sich natürlich Kagara ein Ziel gesetzt, noch stärker zu werden. Und wir wissen ja, wie stark eigentlich Noland war allein schon. Und Kagara konnte mit Noland mithalten. Und zwar hat Noland damals diese Riesenschlange mit einem Hieb zerfetzt, was schon beachtlich ist für damalige Verhältnisse. Und Kagara war wahrscheinlich auch mindestens auf diesem Level. Und dann hat er halt ein Duell gegen Ryuma gehabt. Er hat auch Kagara ihn herausgefordert, wie auch immer. Wie er zur Insel gekommen ist, weiß ich einfach nicht. Aber wir wissen zum Beispiel auch von Mihawk, er reist auch verdammt viel rum mit einem kleinen Boot. Und er war auch erstmal auf der Grand Line, dann war er auf der neuen Welt. Ihr wisst doch, wie Mihawk, wo der überall am Start ist. Er war damals im Shanks-Territorium, also so unwahrscheinlich finde ich es damals nicht gewesen. Denn damals gab es auch jetzt nicht so die krass viele Piraten. Klar gab es Piraten, aber nicht so viel wie jetzt in dieser jetzigen Zeit bei One Piece. Und da war es wahrscheinlich auch viel einfacher, war wahrscheinlich nicht so stürmisch, denke ich mal so, kann ich mir vorstellen. Und deswegen ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er von Wano dann auf einmal auf Jaya gelandet ist. Dann wurden sie halt Freunde, weil ja, Ryuma merkt, dass er ein sehr, sehr guter Mensch ist und so weiter.
Und dann haben sie halt getrunken und weiß ich. Aber Rümer war natürlich nicht so lange dort, weil er auf Reisen war und sein Ziel war es, der krasseste Schwertkämpfer weiß ich zu werden. Kommen wir zu der Zusammenfassung. Was habe ich denn mit dieser Theorie jetzt erreicht? Und zwar, dass Momonosuke von Yukimaru trainiert wird in Zukunft wahrscheinlich nach dem Ende vom Wano Arc. Dass Kagare und Ryuma eventuell Freunde gewesen sein könnten, muss aber nicht sein. Selbst wenn sie nicht Freunde waren, wie gesagt, diese Verbindung zwischen Wano und Jai ist auf jeden Fall vorhanden. Durch das Gold, durch das Poneglyph, das kann ja nicht einfach auf einmal dort am Start sein. Oder wird es wahrscheinlich noch irgendwie erklären, warum es dazu kam. Mit Ryuma habe ich einfach das kombiniert, da es einfach mit diesen Theorie einfach ziemlich gut passt. Da auch ein Ryuma eventuell viel gereist hat und das passt eigentlich verdammt gut. Wenn er wirklich an Musashi angelehnt ist. Ich denke, oder könnte sich da an ein paar Sachen inspiriert haben lassen. Natürlich nicht an allen Sachen, die ich gesagt habe, aber an einigen Punkten werden, denke ich, schon Sachen stimmen. Und ich bin gespannt, was das Geheimnis zwischen Jaya und Wano Kuni sein könnte. Es wird safe eine Verbindung zu den zwei Inseln geben, was eventuell noch Viper in Zukunft mit Wano auch noch zu tun haben könnte. Das wissen wir alles noch nicht. Ich hoffe, euch hat diese Theorie gefallen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ist eure Meinung dazu und wollt ihr gerne mehr davon. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer